Willkommen, meine lieben Freunde, zum sechsten Part. Kannst du mal bitte aufhören? Lass mich mal meine Anmoderation machen. Ich störe dich auch nie. Zum sechsten Part der Saphir und Rubin Souling mit dem Timo. Willkommen, meine Lieben. Ich hasse dich so sehr. Wir haben trainiert, wir haben auf Level 19 bzw. einen Pokémon auf Level 21 trainiert, weil der Arenaleiter wahrscheinlich seine Pokémon auf Level 22 haben wird und so sollte das passen. Und Mina ist halt vor allem Sklave. Ja. Moment, wir brauchen Zerschneider eigentlich gar nicht. Eigentlich kann ich sie ablegen, oder? Nee, kannst du ablegen. Warte, ich will gut wie noch ein Item geben. Moment, brauchen wir... Ah, lol, ich hab doch den Schwarzgurt und... Oh. Wir brauchen vielleicht doch einen Vollem-Sklaven wegen der Vollem-Blitz. Ja, aber wir brauchen noch eh vorher den Orden, bevor wir Blitz einsetzen können. Ja, so, wir holen uns aber jetzt noch den Encounter in der Höhle. Ja, dann go. Und wir müssen noch gegen den Boy hier kämpfen. Ich hab, glaube ich, gegen den gekämpft. Ich weiß es aber nicht. Was? Ich bin mir unsicher. Vielleicht habe ich doch nicht gegen ihn gekämpft. Timo! Hast du gegen ihn gekämpft? Ja, jetzt warte auf mich. Bleib davor stehen, wenn du schon gemein gegen ihn gekämpft hast. Hast du offscreen gegen ihn gekämpft? Nein, definitiv nicht. Ich glaube, das war noch im letzten Part. Ja, wir haben gesagt, wir kämpfen nicht gegen den Mann. Sorry, Mann. Manchmal hat man andere Prioritäten. Aber die Sache ist die Present. Ich habe den Schwarzgurt, okay? Der ist sau nice für meinen Doppelkick. Das ist super nice. Ah ja, genau. Ich kann mal jetzt in der Zeit meinen Moveset zeigen. Also, ich habe hier... Crowd hat sich nicht wirklich was geändert. Dann haben wir hier Glut, Doppelkick, Schnabel und Kratzer auf Gene Gamer, auf Logok. Das heißt, wir haben hier sogar ein scheues Wesen mit Glut. Eigentlich ganz cool, ne? Plus Init und so. Nimmt man. Dann hier, ja, Dick da. Das hat sich nicht geändert. Nö! Das war es eigentlich auch schon. Aber eigentlich, ich bin schon ziemlich zufrieden mit unseren drei Team-Pokémon, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, damit kann man leben. Wir haben eine ganz gute Coverage und ja, doch. Ich meine, du mit deinen Drachen-Pokémon sowieso. Jetzt habe ich nicht drauf gehabt, was kommt, egal. Mushas, das ist kritisch. Okay, da wurde anscheinend gerade ein Böller geworfen und das... Ah, das war, ich habe das sogar gehört gerade. Ich dachte, da wäre nur eine Flasche umgefallen oder so. Nee, das war einfach ein Böller oder so. Ja, hier, ich stehe unter Beschuss. Happy New Year! Was? Happy New Year, habe ich gesagt. Aha, ich habe verstanden. Happy New Year! Und dann sag ich so, was? Happy New Year! Okay. Okay, wie viele Bälle haben wir? Weiß ich nicht. Ich habe 17 Pokébälle. Du bist jetzt schon fertig. Jetzt habe ich extra. Ich bin fertig. Bin ein bisschen herumgelaufen. Ich habe 12, ja, das sollte passen. Also 10 okay. Und 2. Ich bin drin, ich wiederhole, ich bin drin. Okay, dann los. Dann holen wir uns den Encounter. Der gibt einen Blitz, oder? Ja, ja. Okay. Ist hinter mir noch ein verstecktes Item? Weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht auswendig. Könnte aber sein. Ich dachte, du liebst die dritte Gen, ne? Stimmt, ich müsste eigentlich jedes versteckte Item auswendig kennen. Hier gibt's nicht. Ja, schade. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt bekommen. Ja, wir können auch weiter in die Höhle vordringen, ne? Ja, ja, bin ich gerade unterwegs. Blauer Schal-Present, jawohl, jetzt nice. Will mir nie wieder kalt sein. Jawohl, der blaue Schal. Was kann der? Ich habe Zink gefunden, das gibt ordentlich Geld. Das ist, oh wow, das ist für Wettbewerbe. Boah, den Schönheitswert. Okay, ich hab meinen Encounter. Okay. Ah, ich hab's auch nicht runtergeschafft. Ja, du, oh, du bist ein Wasserfinder. Warte. Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber... Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotzdem, aber trotzdem. Ja, der kann das nicht nice. Also die Sache ist die, ja... Es ist halt ein Perlu und ein Schlupfuck. Wir haben halt schon Gift und Wasser, so holy shit, das ist halt... Also ich würde sagen, da sollten wir schon unsere Encounter für rauspacken. Ja, auf jeden Fall. Mann, ist wieder weiblich! Ja, was für den ganzen... Ich habe einen weiblichen Namen tatsächlich, doch. Mir ist einer eingefallen. Echt? Sag mal. Nee, so dumm bin ich nicht. Freund. Moment, hat eine Siegelbeere. Schade, wieso hat das Item jetzt aufgebaut? Das ist super sad. Ich frag für einen Freund. Ja, ja. Ich, jetzt wieder meine ich bin der Freund, gucken. Ne? Soll ich es Present nennen? Nein! Aber ich finde, du siehst im weiblichen Schlupfuck schon ganz ähnlich. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir. Wir haben ja schon, glaube ich, im letzten oder vorletzten Part darüber geredet, dass ich mich nicht zeige, weil ich auf Fotos gar nicht raufpasse. Richtig. Jawohl, so da haben wir die Julia. Das passt doch. Ich habe nämlich auch einen Namen, Moment, ich sage ihn noch nicht. Ich denke so, als hätte ich den Namen einfach erfunden, aber da war wirklich gerade jemand, der hieß Julia. Okay, hieß Julia. Gut. Und den Namen habe ich schon öfters gesehen. Dann benennen wir das Perlu nach Jennifer. Perfekt. Wobei, ja, passt das rein? Ich glaube schon, ja. Das passt rein. Press jetzt Remoral gegeben, insane. Nice. Ist ja echt nur Kacke. So, dann, warte, wieso gehen wir überhaupt weiter? Ja, ich habe mich gerade auch... Oh, hier gibt's Redikant. Ja, nice, die ganzen Wasser-Pokémon. Wir haben ja noch nicht genügend davon. Ich glaube, wir machen jetzt den Orden, oder? Ja, würde ich sagen. Müssen wir ja doch. Oder was willst du machen? Willst du jetzt hier den ganzen Part rumchillen und sagen... Ich würde jetzt eigentlich ganz gern einen Cocktail schlürfen. Ja, mach doch so. Alles klar, tschüss. Alkoholfrei.
Das kann ich, dafür kann ich nicht garantieren. Aber dafür sind auf deinem Kanal. Ich liebe alkoholfreien Cocktail. Alkoholfreier Cocktail. Kannst du mal bitte leise sein? Danke. Oh Mann, echt. Okay. Ich weiß nicht, jetzt sind die gar nicht mehr sortiert. Das ist unter aller Sau. Ja, Moment, das kann ich natürlich umändern. Aber du musst mir sagen, wohin ich das sortieren muss. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, mit wem die gepaart sind. Doch, Mirapla ist ja mit Georock gepaart. Nee, ja, mit genau. Nee, mit Nidorina. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht mehr, wie das sein müsste. Krabi ist mit Stumpf. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe die Liste jetzt nicht offen. Na, Europe ist mit Georock, oder nicht? Und Mirapla mit Nidorina. Nee, doch. Ja, genau, das kommt hin. Nee, Perlo muss mit Europe noch getauscht werden und dann... Ja, und dann passt das, glaube ich. Und dann passt es, ja. Gut, das war das jetzt richtig. Sehr wichtig, dass wir das machen. Schwere Geburt. Jetzt können wir natürlich zu... Wir haben eigentlich voll viele Bäcker-Pärchen, ne? Aber einfach keine, die wir benutzen können. Es ist halt einfach super sad, dass wir so viele Wasser-Pokémon haben. Also wirklich. Ich, ich meine, wir hatten schon oft sowas, aber so viele Wasser-Pokémon, vor allem ich... Warum gibt's... Ja, too much water, würde ich sagen, oder? I'm alright, guys. Ja. Lassen wir das so stehen. Ah, mein DS leuchtet rot. Ja, dein guter DS. Ja, der leuchtet wirklich rot. Der ist an und leuchtet rot. Ja, wieso hast du ihn denn an? Nein, Morabel. Patsy. Warum denn nicht, Mann? Ja, stimmt, weil wir hier über die Virtual Console spielen. Stimmt, wir spielen hier über die Virtual Console, ja. Alter, das macht ja gar nichts. Das Rief, vielleicht soll ich Nidoqueen echt Psychokinese geben. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Oh, Aquaknall. Wir haben nicht drüber nachgedacht. Oh, ein Crit. Drüber nachgedacht, eventuell Nidoqueen Psychokinese zu geben. Wäre halt eigentlich gar nicht mal so blöd. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich halt... Die Sache ist halt, die Nidoqueen erlernt per Level-Up nur Body Slam, okay? Das ist halt nicht so geil. Ja, deswegen. Ich meine, du wirst so oder so noch gute Tams finden. Vielleicht findest du natürlich einen Psycho-Pokémon, dann wäre das gut, aber... Ich weiß nicht. Auf Dauer ist, denke ich mal, so eine Psychokinese auf Nidoqueen echt nicht schlecht. Aber ich treffe ja mich. Ja, nur Gift-Pokémon und Kampf-Pokémon. Und Gift-Pokémon ja, und Kampf-Pokémon, es ist ja trotzdem eine starke Attacke. 90er Base. Also ich finde das ja jetzt unter aller Sau. Schau dir einfach den Spezialangriff von Nidoqueen an und dann entscheide es. Schau, die ist so high und sie liebe überall. Okay. Hey, yeah. Hör bitte auf, so komische Lieder zu singen, Mann. Lol, Leute, ihr liebt auch alle Rinnen, oder? Schreibt sie jetzt in die Kommentare. Ja. Ich weiß nicht, nur weil du Rinnen nicht liebst, lieben die anderen Leute nicht auch nicht Rinnen. Das okay. Ergibt sehr viel Sinn. Lassen wir das mal so stehen. Okay, warte. Also Nidoqueen hat nur 34 Spezialangriffe. Gar nicht so nice. Wie viel Angriff? 41. Hm. Warte, kann es Weicher erlernen? Weicher wäre eigentlich auch ganz cool. Naja, Weicher bringt ja auch nicht so viel auf Dauer, oder? Aber ist doch ganz cool. Wenn du irgendwann Tränker hast, dann ja. Aber es kann's. Aber man kann doch Weicher auch außerhalb des Kampfes einsetzen. Ach ja, stimmt. Dann hält es das ganze Team auf. Ja. Das ist ziemlich cool, ja doch. Nidoqueen hat recht viel Base-KP, glaube ich. Das könnte es natürlich machen. Nicht so viel machen. Wie Chansey, aber... Oh nein, ich glaube, Nidoqueen ist da schon mit eins der bulkigsten, oder nicht? Joa, so viel KP jetzt hat es jetzt auch nicht, ne? Weil ich meine, ups. Ich meine, bei Weichheit, halt da verliert Nidoqueen dann KP und gibt dann den anderen Pokémon seine KP oder so, ne? Nee, ich dachte, es heilt einfach generell das gesamte Team. Mm-mm, so funktioniert das nicht. Okay, kann das Pokémon dadurch sterben? Ich glaube nicht, nee. Das wäre schon irgendwie sad. Also es wird dann immer irgendwann mit einem KP überleben. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich meine, du kannst es machen, musst du aber halt auch nicht. Kannst halt auch einfach mal sein lassen. Richtig. Richtig. Genau so ist das. Was ist eigentlich auf Zengos Bauch? Ein Kratzer von Vipitis. Nee, ein Biss von Vipitis war das doch. Echt? Oder nicht? Ist es so? Ja, ist doch so, dass Zengo und Vipitis. Und ist es rot? Ja, ja, ist es rot, weil es vergiftet ist oder so? Ist nee, es ist auf jeden Fall so, dass Zengo und Vipitis jeweils eine Narbe vom jeweils anderen haben. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Narbe am Auge ist oder auch die am Bauch. Haben sich ordentlich gebattelt. Ja, ja. Und hier ist ein Vulcano, Mann. Voll sweet. Sieht nicht so nice aus, wenn ich das noch so sagen darf. Arcani ist dafür aber echt cool. Der Arcani Spread ist gut. Nö. Ich bin Timo. In Shiny vielleicht, aber so nicht. Du bist echt so schlimm. Einen Schluck, ja? Ja, mach das. Wenn ich hier Gummibärchen bei dir essen durfte, dann kann ich natürlich... Wobei, ich hab dich gar nicht gefragt, aber... dann kannst du natürlich auch was trinken hier. Ich habe nämlich im Gegensatz zu dir Manieren, ne? Ja, genau! Das sagt der Richtige, der schon so oft Sachen gemacht hat in Aufnahmen. Mann, da aber was habe ich denn gemacht, hm? Jetzt musst du auch mit der Sprache rausrücken. Expose mich doch. Ja, ich expose dich immer. Aber jetzt gerade muss ich mich hier auf dieses super süße Vokabular konzentrieren. Ja, jetzt
fällt dir nämlich nichts ein, weil er weiß, dass ich mich immer benehme. Ja, guter Witz. Hä? Ja, dann nenn mir eine Sache. Naja, wo ich mich nicht. Ich glaube, ich muss einfach nur sagen, dass du immer rumschreist. Das reicht schon. Mann. Ja, und? Das hat ja nichts mit Manieren zu tun, Mann. Letztens hat jemand gesagt, dass du voll auf mich abfärben würdest. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass ich in Metronom-Battles oder so einfach. Also, ich bin normalerweise niemand, der wirklich stark rumschreit oder so. Aber seitdem ich mit dir in letzter Zeit sehr, sehr viel aufgenommen habe. Hey, schau auf Chelsea's Gesicht, mehr. Das ist richtig bin. Schrei ich schon ein bisschen mehr herum. Ja, aber dafür kann ich ja nichts, Mann. Da kannst du auch nichts für, ist ja alles richtig. Kann ja nichts dafür, dass du mein Sidekick bist. Wie bitte? Ja, genau. Neuroflix-Team. Also ich hoffe, das macht nicht zu viel Schaden. Okay, das macht gar keinen Schaden. Ja, die Sache ist die, irgendwie, also es passiert tatsächlich, also ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es passiert richtig häufig, dass Leute sich Sachen, die ich mache, angewöhnen. So, irgendwie. Du bist also halt so penetrant, das ist die Sache. Ja, richtig. Du wiederholst also, Sachen so oft, bis sie irgendwann einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das ist ja, das Problem. Ist richtig lustig eigentlich. Nee, und nicht immer. Richtig viele Zuschauer von mir sagen auch immer so, ja, ich sage jetzt auch die ganze Zeit, oh lol und ja, aber hallo. Das hatte so ich auch Zeugs. Tatsächlich. Also ich habe ja auch einige Sachen, die aber ich sehr. Aber bei mir ist halt viel krasser als bei dir. Ja, genau. Ja, so, ich bin schon viel cooler als du, ne? Also. Hä? Was wurde denn bei dir übernommen, Mann? Also zum Beispiel die Slayer auf jeden Fall. Oder dieses, Naja, auf jeden Fall. Aber damit habe ich ja auch angefangen. Das ist nein. Ja, auf jeden Fall. Das hast du ja nur immer wiederholt, weil ich das so oft gesagt habe. Naja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch dieses Oh Mann oder so. Das habe ich nicht von dir. Ich habe einfach so bestimmte Sprüche, die habe ich auch. Was ist denn Oh Mann? Was? Was ist denn Oh Mann? Ich sag doch einfach so oft Oh Mann. Oh, guck mal. Hey, ja, das habe ich doch aber auch irgendwann gemimt. Ja, aber das habe ich schon vorher die ganze Zeit gesagt und Leute haben angefangen, ja, das hier zu sagen. Ja, die Leute haben noch gesagt. Hör auf hier nicht. Oh Mann. Ach okay. Ja. Ich bin fertig. Auf jeden Fall. Ich bin schon bei Camillo. Wir wollen jetzt gegen... Ach, du hast schon... Was? Sag doch mal was. Hallo, ich bin schon bei ihm. Ich habe ihn gleich schon in die Arena laut Ordnung. Nein, ich habe hier tatsächlich jetzt Probleme, wenn er mich im Los eingesetzt hat. Hast du keinen Aufwärter? Ich hoffe, der kann... Weiß ich nicht. Elite 4, Jockey. Als ob alle Arena-Leiter bei mir Elite 4-Typen sind. Holy shit. Yo! Was denn? Guck mal, wie viel Konfusion gezogen hat. Warst du voll, oder wie? Ja! Oh. Das ist tatsächlich problematisch. Wenn er mich crittet, bin ich tot, ne? Ja, das ist problematisch. Dann heil dich auf oder wechsel Linda raus. Schau mal, was für ein Spedef Linda hat im Vergleich zu Sarah. Ja, aber womit soll ich... Linda hat nur Wasserattacken. Die sind Kokobai. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt hier eine Marionbeere einsetzen und dann... Ja, mein Supertrank heilt mich halt auch nicht voll, ne? Dann. Ich weiß nicht. Ich hab nur einen Supertrank, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Das ist problematisch. Warte, ich gehe raus in Linda und versuche, Sarah wieder hochzuheilen, okay? Ja, mach das. Also Linda sollte auf jeden Fall eine bessere Spätzlef haben. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ja, es zieht weniger. Okay. Das wäre natürlich trotzdem nicht so nice, aber müssen wir halt mal schauen. Ich habe auch gerade deswegen Supertrank eingesetzt, weil ich heile mich nicht genügend mit dem Trank, sodass er mich mit einem Crit besiegen würde. Und das will ich jetzt nicht eingehen. Oh, nö. Was passiert? Okay. Also ein Crit, ich bin verwirrt. Ein Crit würde mich jetzt nicht mehr töten durch die Siedelbeere, stimmt. Ich habe eine Siedelbeere. Okay. Also ich habe jetzt Simon besiegt durch die coole alte Fluchtaktik. So, weil Simon ist tatsächlich auch gefährlich für mein Team. So, Schwalbini kommt rein. Ja, okay, das ist... ich meine, das ist Schwalbini. Ich glaube, ich habe doch keinen Supertrank. Hä, wo sind meine Tränke? Da oben. Aber ich habe keinen Supertrank, oder? Ich hab noch die Kumo. Doch, du hast die Kumo Milch, ja, stimmt. Also Level 22, das war sogar relativ richtig geschätzt. Nice. Ja, hab ich ja gesagt, Level 22. Ja, du bist super. Du bist der Beste. Ich weiß mal. Ja, ich weiß, dass du es weißt. Okay, ist jetzt Hypnose ein. Soll ich jetzt in. Ja. Darf ich halt nicht. Wenn er mich jetzt crittet, habe ich ein Riesenproblem, okay? Ich weiß. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das nicht. Ich hab nebenbei Elite vor. Und nicht verwirren. Besiegt. Er darf mich auch nicht verwirren. Okay. Kein Crit. Okay, die Siebe, perfekt. Okay, keine Verwirrung. Das passt. Kein Crit. Ja, und jetzt muss ich zweimal Biss einsetzen. Okay, jetzt musst du. Vielleicht flinche ich ihn sogar. Flinch.
Oh, nö. Das ist ziemlich nervig. Maronbeere. Maronbeere und dann Biss. Und dann wieder Biss. Ja. Aber er wird halt auch hochheilen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Safe. Ja, kann echt gut sein. Oh, super Trank. Oh, das ist nervig. Chief Scarlet. Ich hab nebenbei jetzt Camino besiegt und hab die TM8 bekommen. Ich hab halt nur noch Tränke, ne? Oh, Present. Also. Oh, Flinch. Okay, das ist gut. Moment, ich hab Tempo-Heap. Soll ich das, Oh, Crit! Nice. Ich hab Tempo-Heap bekommen. Soll ich das Logok beibringen? Ja, wenn's das kann. Ja, kann's. Ja, klar, das kann es safe. Problem. Ja, dann safe. Dann, nice. Stolos! Das ist doch okay. Du hast doch, Linda. Ach, ich hab Gudry. Und Gudry. Perfekt, ich hab Doppelkick. Holy shit. Alles safe. Ich war gerade richtig. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch erstmal gedacht, aber man muss da manchmal auch. Ja, ja, richtig. Stolos ist krass. Alter, Stolos und Kokobai bei dir ein Seemon, Mann. Eine Seemon ist schon stark gewesen. Schwalbini war jetzt nicht so super. Ach, der hat auch noch einen Schwalbini? Ja. Okay. Ich meine, ich könnte Doppelkick wegpacken. Warte, wie war das jetzt genau mit Doppelkick? 30 Base für jeden Angriff oder für beide? 30 zusammen? Base für jeden Angriff. Ja, dann ist Kratzer, kann Kratzer weg. Hey, ja, safe. Also kein Kratzer. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Tempo-Heap überhaupt auf Logok notwendig ist, dadurch, dass er relativ schnell ist. Aber. Das ist sollte schon passen. Kann man halt. So eine Prio ist immer nice, ne? Yo! Der hält sich halt komplett wieder hoch. Ja, der hat jetzt ein Eisenabwehr drin. Ja, aber ist egal. Vielleicht crittest du ihn einfach. Und solange er dich nicht. Wobei, hat er mit einem Hit. Er hat mich eben gecrittet mit dem Hit. Ich wollte gerade sagen, wenn er mit einem Hit so viel Schaden gemacht, dann wäre es ein bisschen. Es war schon gefährlich. So, ich guck mal gerade. Aber bei dir. Ich habe halt trotzdem nur Tränke, ne? Ja, das ist. So, und der zieht mir jetzt fast 20. Okay, und ich heile halt mit dem Trank nur 20. Ja, das ist tatsächlich schwierig, was du jetzt hier machen solltest. Also ich muss nochmal Doppelkick einsetzen und hoffen, dass er nicht crittet. Moment, stopp! Oh, ja, warte mal, wenn er Metallklaue hat... Ich critte jetzt. Oh. Ich hoffe, dass er nicht crittet. Weil wenn er nur Metallklaue hat, hättest du auch einfach auswechseln können in Seedraking. Aber Seedraking schläft. Ja, alles aber gut. Du kannst dich dagegen hochheilen, weil er kann nichts gegen dich machen, außer Metallklaue. Hey, junger Mann, ich habe ihn jetzt besiegt. Ja, das war mehr schlecht als recht, aber ist okay. Yo, sagt der Grollmaster. Hey, bitte. Also ich will ja jetzt keinen Groll ausüben, aber... Oh, am I right, guys? Wir sitzen hier im selben Boot, mein Lieber. Das kannst du doch nicht hier. So aber rein. Wir haben alle beide, also wir haben den zweiten Orden. Ja, ja. Okay? Also ich werde mir jetzt erstmal hier Items kaufen. Löchlein. Okay. Gibt es hier super Tränke, ne? Hättest du doch auch in Graphipod City machen können. Nee, da gab's doch. Ah, du, ja, aber bis wir in Graphipod City sind, dauert das noch ein bisschen. Müssen wir noch den Dings machen, ne? Naja, wir müssen noch den Strand und die Höhle. Richtig, richtig. Und TM8 habe ich bekommen. Nice. Das ist doch wunderbar, denn TM8 ist Vergeltung. Sonst kann ich eigentlich alles verkaufen. Wir wollen ja keine Pokeriegel herstellen. Vergeltung kann niemand. So, ich habe jetzt halt meine zwei Sinelbeeren verloren. Das ist halt nicht so nice, ne? Weil Sinelbeeren sind eigentlich schon immer ganz... Delicious, wenn ich das mal ja, so das sagen stimmt. Darf. Das ist tatsächlich schon ganz gut, aber hast du sonst gar keins mehr? Ansonsten habe ich nichts, was ich jemandem geben könnte, glaube ich. Pudersand, Bodenattacken. Ich habe halt Feuerattacken und Bodenattacken und Pflanzenattacken. Moment, eine Perle kann man verkaufen, ne? Ja. Klar. Kannst du halt auch angucken. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich machen. Das war mein Plan. Ja, aber ich bekomme ja bald Glut mit Sarah und dann kann ich wenigstens die Holzkohle draufpacken. Würde ich mal so spontan das sagen. Das stimmt natürlich. Moment, ich habe... Habe ich eine Holzkohle? Nee, ne? Du hast das ja irgendwie gefunden. Ich habe nur Wundersamen. Ja, genau. Wir haben Holzkohle und Feuerstein haben wir doch an einer Stelle gefunden. Ja, genau. Da war es doch richtig lit. Okay, das war richtig super. Ich will mir jetzt... Und zwar... ich werde nämlich... Ich brauche unbedingt Supertränke. Meine Pokémon haben viel... Also deine Pokémon sind ja alle noch nicht entwickelt. Außer Logok. Ja, also ich bräuchte eigentlich auch schon Supertränke. So ist es nicht. Ja, dann... Also ich gehe mir jetzt Supertränke kaufen. Ah, du gehst es dir wirklich holen? Ja, warte doch, oder? Warum? Nein, also ich will es nicht riskieren. Ich wäre gerade eben fast gestorben, weil ich keine Supertränke habe. Ja, okay, dann gehe ich jetzt auch. Okay. Wenn du das machst, dann muss ich das ja wohl auch machen. Weil am Ende sagst du, oh, hättest du jetzt Supertränke geholt? Hättest du jetzt mal Supertränke geholt, Prisoner, wäre das nie passiert. Genau das würde ich sagen und das wissen wir beide. Ja, ich weiß, dass du es sagen würdest, deswegen... Ja, du würdest es selber sagen. Nee, ich würde es wahrscheinlich nicht zugeben wollen, aber ja. Ich will mir jetzt hier 15 Supertränke, Mann, da kenne ich nichts. Da kennst du nichts, Alter, das ist ja richtig das Money, Mann. Ich bin halt super rich und ich habe halt, ich habe halt auch immer noch richtig viele... Das Rich Kid Timo. Ich habe auch noch super viele Sachen, die ich verkaufen kann. Ich habe auch hier noch den... Oh, ich habe sogar einen Bandsticker. Ja, der ist nice. Schickst du mir den mal rüber für Alpollo? Ja, klar, gerne doch, für deinen Schlecker. Ja, nice, danke. Ich habe doch hier noch den Beleber, den ich verkaufen kann.
So, dann kommen ein paar Schutz-Items, wären halt auch mal nice, damit wir jetzt nicht immer... Und das Sternstück, Alter, 4900. Immer die nervigen Pokémon. Ich dachte, es gibt nur 1000 oder so. Was, ein Sternstück hat 4900 gegeben? Ja, das ist nice. Ja, wusste ich gar nicht. Und ein Fluchtseil, ne? Haben wir ein Fluchtseil? Nee, da... Ja, doch. Ich nehme brauchen wir nicht für die Höhle jetzt. Sicher? Ja, du kannst da doch einfach wieder runterhüpfen. An der Seite. Wenn du das meinst? War doch so, oder nicht? Ich hatte in Erinnerung, dass man dann doch schon relativ viel noch laufen muss. Ich nehme ein Fluchtseil mit. Ich ist mir nicht. Egal. Das Geld aber habe ich. Schutz, hast recht, nehme ich mir auch mal 10 Stück mit. Ich habe 5 nur gekauft, aber das soll passen. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ja, ich möchte jetzt noch nicht all mein Geld aufbrauchen. Du hast ja noch relativ viel Geld. Und ich bin ja relativ... Oh, du bist ja Rich Kid Timo. Ich meine, ja Rich Kid. Was hast du gesagt? Rich Kid. Das ist Rich Kid Timo. Wer kennt's nicht? Mann! Du bist ein Profi-Speedermann. Man nennt mich auch den Flash. Ja, man nennt dich den Usain Timo. Nee, der Timo Bolt. Timo Bolt. Ja. Gefällt mir. Nehme ich. Okay, und jetzt müssen wir... Gab's hier noch in der Stadt irgendwas? Du hast ja mit allen Leuten getalkt. Ich habe nicht mit allen Leuten getalkt. Ich bin einfach nur herumgelaufen. Ach, Moment. Ach ja, man muss jetzt erst in die Höhle. Verdammt. Ich dachte, ich kenne schon nach Grafenport City. Ja, aber ich dachte, man kann schon nach Grafenport. Jetzt, junger Mann, bitte. Oh, du bist ein Trottel. Komm ich jetzt hier mal nicht so, Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ich werde mal... Aber warte, wir brauchen einen Blitz-Pokémon. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen in dem Moment. Nee, ich war schneller. Ich war Flash. Ja, das passt ja perfekt. Habe ich ein Pokémon des Blitz kann? Safe Ruffy, oder? Komm. Nein, niemals. Hauptschluss wird doch wohl Blitzer lernen können. Meinst du? Safe. Also ich habe gerade einen Hubbelupf als Encounter gehabt. Das muss ein Zeichen gewesen sein. Ha! Das war einfach ein Zeichen, Mann. Ich bin einfach cool. Du bist so schlimm. Nein, ich bin cool. Ah, okay, was könnte denn Blitzer lernen, ist die große Frage, ne? Ja, das ist wirklich eine große Frage. Vielleicht auch eine kleine Sternu Frage. Sternu wahrscheinlich, aber ich will es nicht Sternu beibringen. Perlo vielleicht? Ich schaue jetzt erstmal, ob Krabi Blitzer lernen kann. Wer weiß das schon so genau. Wer hätte ja sein können. Mann, Present. Hätte ja sein können. Bisschen klug sein. Bist du nicht Fragile Master? Kannst du ja nicht im Dunkeln durchrennen? Hey, du kannst doch einfach mir folgen. Aber ich möchte es kannst nicht. Kannst du mir folgen? Ich möchte... Er gibt's Milotic Present! Oh, ja, Wasser-Pokémon. Ja, sagen, oh, trotzdem, Milotic ist halt krass. Ja, aber wir haben tausend Wasser-Pokémon. Was willst du dafür machen? Hey, auspacken? Jetzt, junger Mann, schrei mich hier nicht so an. Wir sitzen hier in einem Boot, okay? Und wenn es ein Milotic angreift, dann sterben wir beide zusammen. Oh, Mann, ja... Soll ich zu Beerus das versuchen beizubringen? Puppi, der hat sie gegeben! Okay, das wäre echt cool gewesen. Das wäre super nice. So ein Despotar ist halt richtig gut. Ich bin richtig gut. So, aber wir kriegen auch noch eine Menge Leute, Items, wie zum Beispiel in Granitstein. Ist irgendjemand da draußen, mit dem ich eine Sonic machen könnte? Hey, jetzt, junger Mann, wir sitzen hier in einem Boot, okay? Hey, jetzt Hypno gegeben. Nee, was wollte ich sagen? Genau. Wir sitzen hier in einem Boot. Ich habe Granitstein gefunden und Granitstein... Ist ein Gestein. Tut doch Gestein. Oh, für meinen Despotar. Ja. Ich liebe meinen Despotar. Dann setzen wir mal Blitz ein. Moment, ist hier nicht irgendwo ein Item? Nee. Nee, hab schon gesucht. Ich sag dir, wenn ich irgendwo ein Item finde, okay? Mach das, Mann. Gerne, Mann. Oh, jetzt Reborite gegeben, Present. Ja, das hatten wir doch sogar schon. Ja, ich weiß. Ich wollte nur noch mal dein Gestein. Ah, ein Ewigstein. Ja, okay, dann war mein. Ah, ein ewiger Stein. Ja, nice, fürs Züchten. So dann kann ich die Wesen züchten, jawohl, let's ja. go. Let's go, züchte der Nuzlocke. Hey, Stardust wäre auch cool. Stardust wäre auch cool, das stimmt. Also Stardust ist natürlich jetzt so ein Kompetitiv nicht so Gänger, nice. Mann. Aber in einem Playthrough, glaube ich, ist Stardust richtig strong. Nebenbei, der Gengar-Sprite sieht echt cool aus. Habe ich gerade auch gesehen, ja. Dem ist, kann ich nur zustimmen. Amonita ist ja so sweet, Mann. Ich fand damals den Ikoro mal richtig cool, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Fand ich tatsächlich halt auch. Es ist ein super Bad, aber ich wollte es immer damals cool in meinem aus. Team haben. Es sieht cool aus. Ich habe richtig oft mir in Eko gefangen. Hast du echt? Ja. Hast du in Eko auch schon mal im Playfood? Lol, Regis. Hatte hier. Ich tatsächlich. Hier oben gibt es einen Zickzack. Auch wenn es super bad war. Das ist ziemlich krass. Das ist echt sweet. Lobenswert von dir. Danke. Bitte. Hey, da oben ist, da ist nirgends ein Item, nur da oben an dem einen Stein. In der Mitte. Oh, Stiebel. Aber Stiebel ist nicht geil hier. Absolut nicht. Nee, nee, leider nicht. Eis. Deswegen ist eigentlich Despotar... Das ist halt beides speziell, ne? Ja. Also Despotar ist halt... Oh, Tampolis, guck mal. Das hat seine Hand im Mund. Timo. Ja. Gold und Silber Soul Lake, never Flashbacks. Forget. Was hast du da gefunden in dem Stein? Top-Genesung, war nice. Okay. Die Sache ist, deswegen ist Despotar leider auch nicht so gut, weil es halt keinen guten Unlicht-Step hat. Wobei der Spezialangriff von Despotar auch nicht so bad ist. Ja, wollte ich gerade sagen, der Spezialangriff von Despotar, da unten ist nichts. Ist doch nice. Ja, da hast du recht. Taubos. Alter, Latios.
Alter, das wäre ein nices Pärchen. Alter, Latios und Stalos. Ja, aber ist doch, ich bin doch schon Drachentrainer, man kann es jetzt hier nicht Latios haben. Ach, das war schon. Ja, wir sind gleich da. Sweet. Siehst du, und du kannst hier runterspringen. Ha, ich hatte recht. Ja, ist mir egal. Habe ich trotzdem Fluchtzahl für die nächste Höhle. Läubiger Samen. Oh, dieser Samen wäre auch nice. Dieser Samen ist super nice, aber... Nee, doch, wir haben keinen Pflanzen-Pokémon. Never mind. Nee, wir haben keinen Pflanzen-Pokémon. Mann! Ja, klar. So, das heißt, wir bekommen jetzt... Können wir das vom Try nicht speeden? Wir kriegen doch nur eine TM und dann geht er wieder. Die Sache ist, wir bekommen jetzt erstmal eine... Teleport! Wow! Ich wollte gerade sagen, wir bekommen jetzt eine sehr coole TM. Moment, Octazooka! Das ist ganz nice, aber das misst halt immer, ne? Der Stahlflügel, by the way. Alter, wo sind deine ganzen DMs hin? Weiß ich nicht, ich habe einiges verkauft auch, als Schädelwumme und Finale. Du hast ja einfach nichts mehr, ich habe noch alle. Ja, Schädelwumme, Finale und ich habe Tempo-Heap habe ich beigebracht. Hast du verkauft? Present! Das wäre cool gewesen, aber wir haben Logok. Ja, aber Ho ist cooler. Nein. Natürlich. Also wenn ich einen guten Partner fährte, dann ja. Aber ja, ja, klar, natürlich. Aber im Allgemeinen ist Ho cooler. Ja, dann ja, dann sowieso. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ho und Stalos oder sowas bekommen hätten. Was für eine Fähigkeit hat es denn da? Es hat doch dann auch Belebekraft, Ho. Oder? Oder gab es diese Zwinger Fähigkeit dann noch nicht? Nein, ah, okay. Ja, Belebekraft ist ja eine Fähigkeit von Ho, deswegen. Ja, ja, aber das ist doch die versteckte Fähigkeit. Das wusste ich nicht? Ja nicht, das wusste ich nicht. Ja, okay, deswegen bin ich ja hier, um dir zu helfen. Ja, danke schön. Ich glaube, warte, wollen wir echt noch Grafreport? Wollen wir nicht den Part beenden? Ja, stimmt, hast recht. Ich merke jetzt erst. lass mich hier zurück. Wir sitzen hier im selben Boot, bitte. Warte, dann fahre ich auch noch schnell nach Grafreport, okay? Ja, das ist okay, das ist okay. Dann schauen wir uns gleich noch die schicke Boot nach Grafreport an. Die schicke Boot. Die schicke Boot. Schauen wir uns noch die schicke Bootsart nach Grafreport. Mann, oh, jetzt junger Mann! Ist mein okay. Alter Mann! So, so. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Schaut auf jeden Fall bei mir, Timo, vorbei. Link in der Videobeschreibung. Lasst ein Abo bei uns beinahe, falls ihr Sony verfolgt. Bis zum nächsten Mal und ciao! Tschüss.